Aber ja, nicht zu Krisenzeiten. Naja. Was gibt's da zu lachen? Es war super. Nee. Der Ausstieg fand ich. Das Produkt ist egal. Ich begrüße Sie, Carsten Bayreuther, München. Grüß Gott. Hallo. Hallo, EcoBlue, München. Nun, Herr Fischer, mit Bayreuther werden Sie möglicherweise noch gar nicht so salopp anfangen können, oder? Jetzt noch nicht, nee. Nicht. Aber EcoBlue sagt Ihnen möglicherweise etwas. Na gut, ich komme mal zum Punkt. Ist es gestattet, gleich die Katze aus dem Sack zu lassen, Herr Fischer? Ja. Gut, vielen Dank. Und zwar, ich bin da ganz offen, Sie stehen in unserer Top 1000 Kundenliste. Also diejenigen Menschen, die wir gerne als Neukunden gewinnen möchten. Ja, wir sind ein ganz elitärer Münchner Oberklasse-Kapitalanlage-Spezialist. Aber, Herr Fischer, ich muss Ihnen gleich vorweg schicken, wir möchten Sie zwar gerne als Kunden gewinnen, aber nur, wenn Sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dann würde sich der Vorstand mit mir gemeinsam mit Ihnen in unserem Hause die Perlen, ja, aus den Münchner Angeboten, würden wir Ihnen das gerne mal zeigen. Aber wie gesagt, nur wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das trifft nur auf sehr wenige Leute zu. Und wir meinen, dass Sie einer dieser Nutznießer sein könnten, damit wir sofort wissen, ob Sie für uns geeignet sind und ob das für Sie passt. Bräuchte ich bitte 2, 3 kurze Fragen. Ist es gestattet, Herr Fischer, 2, 3 kurze Fragen zu stellen? Ja, ich glaube, wir kommen da einfach nicht ins Geschäft, weil Sie wahrscheinlich jemanden brauchen, der viel Geld hat, oder? Na, das manchmal ist das so, manchmal aber auch nicht, weil viel ja auch ein dehnbarer Begriff ist. Und ich sehe gerade, das Gespräch macht deshalb doppelt Sinn. Ihre Frage ist nämlich sehr angebracht. Deshalb meine nächste Frage, lieber Herr Fischer. Was ist denn einem Mann wie Ihnen überhaupt wichtig, wenn er sich mit Geldanlageperlen beschäftigt? Gerade in einer Zeit wie jetzt. Worauf müssen wir uns einstellen? Ja, was sind Ihre Bedürfnisse? Ja? Ich glaub, wir beenden das Gespräch hier, weil ich glaube, ich kein Interesse in der Zeit habe, Kapital abzulegen. Okay? Das heißt, für Sie ist der Ausstieg gerechtfertigt, weil Sie sagen, Sie haben nicht das entsprechende Kapital. Einfach, weil ich kein Interesse habe. Ist das okay? Grundsätzlich schon. Die Frage ist, wieso viele andere sagen, okay, um was geht's da? Will ich wissen. Okay, und ich will es nicht wissen. Schauen Sie, damit müssen Sie jetzt leben. Ist eine Geldfrage, ja? Jo. Okay, ja. Also schönen Tag noch. Prima, Herr Fischer. Servus, ciao. Was gibt's da zu lachen? Es war super. Nee. Der Ausstieg fand ich schön. Deine Kohle aufgelegt. Das ist der Preis der Kategorie, wundert dich nicht. Ne? Wir müssen halt sehr, sehr fleißig sein. Vor allem der... Würdest du sagen, dass es einen Unterschied zwischen Finanzdienstleistungen und beispielsweise Bayreuther Coachings gibt? Ne? Nein, das ist eine reine Fleißsache. Also Produkt ist egal. Die Verbindung aus Fleiß und Vorgehensweise, ja. Also, wenn wir, ich vermute mal, wenn wir eine Terminquote von 1 bis 2 zu 10 hinbekommen in der jetzigen Zeit, ist das schon ordentlich. Ja. Bayreuther, München, EcoBlue, grüße Sie. Grüß Gott. Dahlmann, grüß Gott. Ich begrüße Sie, Herr Dahlmann. Herzlich hallo. Ja. Sie möchten wissen, warum ich Sie angerufen habe, nicht wahr? Ja. Gut, okay. Also, ich habe Sie angerufen, da bin ich ganz offen, weil wir Sie in unserer Top-Tausender-Liste haben. An Menschen, die wir gerne als neuen Kunden gewinnen möchten. Aber ja, nicht zu Krisenzeiten. Naja, wir kriegen oft genug zu hören, okay, um was geht es? Ja, wieso gerade ich? Ja, aber Sie haben ja ein Catering-Unternehmen, das sieht im Moment vielleicht etwas mühsam aus, oder? Mhm.
Ja. Was gibt's denn? Was wollen Sie mit dem Verkauf? Naja, wir wollen herausfinden, ob Sie für unsere, sagen wir mal, die oberen 10.000 bedienen wir in München, wenn es um Kapitalanlagen geht. Da haben wir sehr große Ansprüche. Das ist doch hier an der falschen Stelle. Aber Catering, ja. Das können wir gerne. Probieren wir es nächstes Jahr nochmal, ja? Wenn alles wieder vorbei ist, gerne. Das heißt, wenn die Verbrecher weg sind und neue am Ruder, ja? Ja, genau, richtig. Okay. Bis dann. Ciao, servus. Also, danke, tschüss, viel Erfolg. Als wir die ersten Telefonate gemacht haben und sofort die Einwände kamen, dachte ich mir, aha, kennt man, kenne ich, kommt mir bekannt vor. Und der große Gedanke in mir drin war eigentlich so, wie wird es der Meister persönlich rumdrehen, wie wird der Carsten das lösen, welche Einwandtechnologien hat er vielleicht, die ich so noch nicht kenne, was kann ich hier noch lernen, wie sieht das aus?